Es lebe der Einkauf im Supermarkt. Also was einem da so alles versprochen wird. Allein bei den regionalen Produkten. Doch glauben Sie immer den Angaben? Wie sehr vertrauen Sie darauf, dass auch überall Regionales drin ist, wo es draufsteht? Ja, man kann es teilweise schon bezweifeln, aber nach was muss ich halten? Ja, also im Prinzip glaube ich es einfach. Naja, damit das die Zucchini nicht um die halbe Welt geflogen ist, bevor sie ankommt, dass ich dann vielleicht irgendwas aus der Region kriege. Ja, ich versuch's, aber manchmal, wenn der Preis zu hoch ist, dann kaufe ich auch anders ein, ne? Je nachdem. Also ich versuche schon ein bisschen drauf zu achten. Ne? Ja, ich bin auch überzeugt, dass es dann besser schmeckt. Ich weiß nicht, auch, wie viel da Einbildung ist, aber ich denke, dass das gut ist. Ach, mir ist es wichtig, dass es aus der Region kommt. Ich bin Allergiker und von dem her gesehen, ja, ist mir es wichtig, aus der Region vertrage ich einfach besser. Ja, damit man hier die Wirtschaft unterstützt und nicht von irgendwo herfliegen lässt mit noch mehr Unkosten und Umweltverschmutzung und so weiter. So zumindest die Theorie, aber wie sehr hält sich die Praxis daran? Darum geht's heute als erstes hier in der Drehscheibe und dazu ein herzliches Willkommen, liebe Zuschauer. Wobei die Sache mit den Produkten aus der Region auch nur ein Versprechen ist von vielen. Was wird uns nicht noch alles versprochen beim Supermarkteinkauf? Was wir alles probieren dürfen, wo es überall Geld zurückgibt, wenn was nicht passt. Das ist ein echtes Einkaufsparadies. Nur halten sich die Supermarktketten auch wirklich an all ihre Versprechen? Gratis probieren an der Wursttheke. Regionale Produkte. Gelderstattung für lange Wartezeiten an der Kasse. Werden diese Versprechen der Supermärkte auch wirklich gehalten? Wir haben den Test gemacht mit versteckter Kamera. Beim ersten Check geht es um dieses Werbeversprechen. Wo kommen denn Ihre Äpfel her? Die kommen direkt aus der Region. Ich kenne sogar den Obstbauern. Und Sie erzählen mir auch keine Märchen. Genau das testen wir. Der Lebensmittelmarkt garantiert im Werbespot. Wir lieben Lebensmittel. Deshalb kommt unser Obst und Gemüse nicht von irgendwoher, sondern frisch aus der Region. Wir fragen nach Äpfeln vom Obstbauern aus der Umgebung. Hauptsache irgendwas Regionales. Was amüsiert Sie denn so daran? Frankreich, weil die meisten aus Frankreich kommen. Deutschland ist da der Kanzi, der. Aber Deutschland, heißt das aus der Region? Von wo jetzt genau, kann ich Ihnen nicht sagen, da bin ich ganz ehrlich. Machen Sie nicht Werbung damit, dass Sie sogar den Apfelbauern kennen? Ich nicht. Sie nicht. Ja, hier aus der Gegend eben. Nee, ich glaube so Deutschland. Mehr können wir Ihnen ja auch nicht richtig sagen. Das heißt? Haben wir Äpfel aus der Region? In unserem Test kennt nur einer der vier Verkäufer den Bauern und seine Obst- und Gemüsewaren. Also Sie kennen den Bauern, ich kenne den Bauern nicht. Der macht immer sehr gute. Und kriegen wir unseren Spargel her. Und Hof, das ist der mit den Äpfeln und den Erdbeeren. Okay. Der ist aus der anderen Ecke. Äpfel haben sie trotzdem keine von ihm im Sortiment. Die Supermarktkette sagt auf unsere Nachfrage dazu. Generell können wir die Herkunft aller über den Großhandel bezogenen Obst- und Gemüseartikel bis zum Erzeuger zurückverfolgen. Und auf die Frage, warum manche Märkte auch gar keine Äpfel aus der Region haben, erklärt der Supermarkt. Der Edeka-Verbund ist genossenschaftlich organisiert und wird von rund 4000 mittelständischen Kaufleuten getragen, die fest in ihrer Region verwurzelt sind. Sie entscheiden eigenständig über die Sortimentsgestaltung ihrer Märkte. Ist das Werbeversprechen dann nicht eine Täuschung? Anwältin Marin Fricke weiß, was wir als Kunden auf die Werbeslogans geben können. Es ist nicht nur ein Werbegag, es ist so bei losem Obst und Gemüse, dass grundsätzlich das Herkunftsland deklariert werden muss. Und wenn Edeka dann angibt, dass die Produkte aus der Region stammen, dann sollte das auch so sein. Wobei allerdings ein bisschen schwierig ist, dass der Begriff Region gar nicht gesetzlich genau definiert ist. Wie sieht es denn bei der Konkurrenz aus? Die garantiert Schnelligkeit an der Kasse. Länger als 5 Minuten gewartet und nicht alle Kassen besetzt? Sie erhalten einen Gutschein im Wert von 2,50 Euro. Wir wollen wissen, ob das stimmt und stellen uns in 3 Filialen in die Schlange. 2-mal warten wir weniger als 5 Minuten. Im 3. Testmarkt aber warten wir mehr als 7 Minuten und müssten nun eigentlich 2,50 Euro bekommen. Das hat ja ziemlich lange gedauert jetzt hier. Was denn? Bis ich dran war. Ziemlich lange Schlange. Ja, es ist ziemlich voll heute.
Ist das bei Ihnen nicht so, dass wenn man länger als 5 Minuten wartet, dass man dann... Wenn alles ausgeschöpft ist, geht es leider nicht anders. Also wenn nicht mehr Mitarbeiter da sind. Zu wenig Mitarbeiter im Laden und nicht alle Kassen besetzt? Dann hätten wir doch den Gutschein bekommen müssen, oder nicht? Man kann sich auf das Versprechen verlassen, denn Kaufland wirbt damit auf seiner Internetseite und sagt ganz klar, dass Kunden diesen Wertgutschein bekommen, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind. Und wenn ich länger als 5 Minuten warte und nicht alle Kassen besetzt sind, dann wird der Wertgutschein fällig. Der Supermarkt erklärt auf Nachfrage dazu: Bitte entschuldigen Sie, dass Sie den Gutschein nicht erhalten haben. Wir werden unsere Mitarbeiter diesbezüglich noch einmal schulen. Mit einem weiteren Serviceversprechen setzt der Supermarkt noch einen drauf. Probieren gratis. Was Sie nicht kennen, dürfen Sie gerne probieren. Probieren und genießen Sie Frische pur aus unseren Bedienungstheken. Also gehen wir zur Wursttheke. Könnte ich die wohl mal probieren? Dürfte ich das auch noch mal probieren? Kann ich den vorher probieren? Dürfte ich die auch mal probieren? Ich würde die Runde gerne probieren. Dürfte ich die Mailänder auch noch mal probieren? Darf ich das mal probieren? Darf ich das auch mal probieren? Dürfte ich den mit Kräutern noch mal probieren? Insgesamt 17 Scheiben Wurst probieren wir gratis. Während andere Kunden sich schon beschweren, bleibt das Personal entspannt. Das Probieren ist kostenlos, oder? Ist kostenlos, ja. In seiner Stellungnahme macht der Supermarkt klar, warum wir so viel probieren dürfen. Mit unserem Serviceversprechen Probieren gratis möchten wir unsere Kunden auf unser großes Sortiment an den Bedientheken aufmerksam machen und sie dazu animieren, mal was Neues zu versuchen. Das hat geklappt. Fazit: Viele Serviceversprechen aus der Werbung werden in den Märkten tatsächlich gehalten. Und wenn nicht, muss man sie eben einfordern. Man kann sich auf Werbeversprechen verlassen, denn es ist nicht nur ein Werbegag, sondern tatsächlich ein Versprechen, mit dem die Kunden auch in die Märkte und zum Einkaufen gelockt werden. Und wenn dann diese Versprechen nicht umgesetzt werden, sollte man sich dagegen auch zur Wehr setzen und seine Rechte einfordern. Und wer sich daran hält, ist beim nächsten Einkauf als Kunde bestimmt König. Also freuen Sie sich ruhig schon mal vor auf den nächsten Einkauf.